Hallo und guten Tag, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich möchte mit euch gerne Jesaja 11 lesen. Da geht es um zwei ganz interessante Themen. Und zwar kann man hier sehen, dass Israel auseinanderbricht. Und man kann sehen, dass die Israelis in der Endzeit nochmal verkauft werden, dass nochmal eine babylonische Gefangenschaft oder eine assyrische Gefangenschaft oder eine ägyptische Gefangenschaft kommen wird. Das sind zwei Punkte, die eigentlich keiner, der sich so mit der Endzeit irgendwo beschäftigt, auf dem Schirm hat, sage ich immer, ja. Aber man kann das hier an diesem Kapitel sehen und man sieht sogar noch mehr. Und wir schauen uns mal diesen Passus an. Ich lese den einfach mal. Da steht Jesaja 11. Und es wird eine Rute aufgehen von dem Stamm Isais. Isai war ein Bethlehemit, ja, Jesus war aus Bethlehem. Diese Rute, die da aufgeht aus dem Stamm Isais, ist Jesus Christus. Und ein Zweig aus seiner Wurzel Frucht bringen, auf welchem wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verständnisses, der Geist des Rates und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Diese Rute wird also aufgehen aus dem Stamm Isais. Warum? Weil ein anderes Priestertum kommt. Das Priestertum des Melchisedek, das Königpriestertum. Hier wird die königliche Linie gezeigt. Der kommt aus dem Stamm Isais aus Bethlehem. Aber die Frage ist jetzt natürlich, wann war das? War das zur Zeit, als Jesus geboren wurde? War das vor 2000 Jahren? Oder ist das, wenn Jesus zum zweiten Mal wiederkommt? Lesen wir mal weiter. Steht Vers 3. Und Wohlgeruch wird ihm sein, die Furcht des Herrn. Er wird nicht richten, nachdem seine Augen sehen, noch Urteil sprechen, nachdem seine Ohren hören, sondern er wird mit Gerechtigkeit richten die Armen und rechtes Urteil sprechen den Elenden im Lande und wird mit dem Stabe seines Mundes die Erde schlagen. Also das war beim ersten Kommen Jesu nicht. Ja? Und mit dem Odem seiner Lippen den Gottlosen töten. Das ist eine Bibelstelle, die Paulus zitiert, und zwar in 2. Thessalonicher 2, Vers 8. Eine ganz erstaunliche Bibelstelle, da schreibt er nämlich, und alsdann wird der Boshafte offenbart werden, welchen der Herr umbringen wird mit dem Geist seines Mundes, mit dem Hauch seines Mundes umbringen wird. Wen? Den Antichristen. Paulus schreibt das in 2. Thessalonicher 2 und er zitiert hier Jesaja 11, Vers 4. Er wird mit dem Stab seines Mundes die Erde schlagen und mit dem Odem seiner Lippen den Gottlosen töten. Der Gottlose ist hier laut Paulus, laut 2. Thessalonicher 2, Vers 8, der Antichrist. Und der ihn tötet, das ist Christus bei seinem Kommen, bei seinem zweiten Kommen. Das heißt also, diese Rute, die hier aufgeht von dem Stamm Isais, das ist nicht vor 2000 Jahren gewesen, als Jesus geboren wurde, sondern das ist eine Beschreibung der Zeit, wenn Christus wiederkommen wird, wenn das Königreich Davids, das des ewigen Davids, wenn das aufgerichtet wird auf der Erde. Und dann geht es auch weiter, Vers 5, Gerechtigkeit wird der Gurt seiner Lenden sein und der Glaube der Gurt seiner Hüften. Und dann kommen sehr bekannte Verse, die Wölfe werden bei den Lämmern wohnen und die Parder bei den Böcken liegen. Ein kleiner Knabe wird Kälber und junge Löwen und Mastvieh miteinander treiben, also Vieh und Löwe miteinander in einer Herde. Kühe und Bären werden auf der Weide gehen, dass ihre Jungen beieinander liegen, und Löwen werden Stroh essen wie die Ochsen. Also ein Bild des Friedens, keine Gewalt mehr, kein Töten mehr der Tiere gegeneinander und sicherlich auch ein Bild einfach auf dieses weltweite Friedensreich, das tausendjährige Reich Jesu Christi, wenn er kommt und die Welt regiert. Und ein Säugling wird seine Lust haben am Loch der Otter und ein Entwöhnter wird seine Hand stecken in die Höhle des Basilisken. Man wird nirgend Schaden tun noch verderben auf meinem ganzen heiligen Berge. Denn das Land ist voll Erkenntnis des Herrn, wie Wasser das Meer bedeckt. Also die ganze Welt wird den Herrn erkennen, weil er gekommen ist zum Heil der ganzen Welt. Und es wird geschehen zu der Zeit. Wenn das eintreten wird, wenn dieses tausendjährige Friedensreich kommen wird, zu der Zeit wird es geschehen, dass die Wurzel Isai, die da steht zum Panier den Völkern, nach der werden die Heiden fragen und seine Ruhe wird Ehre sein. Ja, die Heidenvölker, die Völker der Nationen, die werden nach Christus fragen und die mit ihm Frieden schließen. Das wird eine ehrenvolle Angelegenheit sein. Ja, seine Ruhe wird Ehre sein. Und der Herr wird zu der Zeit, dann nämlich, wenn das tausendjährige Friedensreich anbricht,
kommt. Und der Herr wird zu der Zeit zum zweiten Mal, zum anderen Mal steht in meiner alten Lutherbibel, zum anderen Mal seine Hand ausstrecken, dass er das Übrige seines Volks erwerbe, so übrig geblieben ist von Assur, Ägypten, Patros, Morgenland, Elam, Sinea, Hamat und von den Inseln des Meeres. Die Inseln des Meeres, das ist Griechenland, das ist Europa, Japhet. Das heißt, Gott wird zu der Zeit, nämlich wenn das tausendjährige Friedensreich anbricht, das Übrige seines Volks erwerben aus diesen ganzen Ländern. Und er wird ein Panier unter den Heiden aufwerfen und zusammenbringen die Verjagten Israels und die Zerstreuten aus Juda zuhauf führen von den vier Enden des Erdreichs. Das heißt also, dass das Volk Israel, was wir heute kennen, in der Endzeit nochmal entführt wird, nochmal verkauft wird an die Heidenvölker. Habe ich auch schon ein Video drüber gemacht. In Joel steht auch davon, ja, dass die Kinder Juda verkauft werden. Das wird nochmal kommen. Israel wird auseinanderbrechen in zwei Teile, in einen Norden und in einen Süden. Und die Israeliten, die dort jetzt leben, die werden dann von ihren Feinden verkauft werden. In eine zweite babylonische Gefangenschaft, in eine zweite assyrische Gefangenschaft, in eine zweite ägyptische Gefangenschaft. Und die werden aus Assyrien wiedergeholt und die werden aus Ägypten wiedergeholt und Patros und Morgenland und Elam und Sinea und Hamat und von den Inseln des Meeres wird Gott sie zum zweiten Mal sammeln. Ja, das ist die zweite Aliyah. Und zwar wann? Zu der Zeit, sagt die Bibel, zu der Zeit, wenn Christus herrschen wird, wenn das tausendjährige Reich beginnt. Dann sammelt er alle die, die zerstreut sind unter den Heidenvölkern, in sein tausendjähriges Reich und wird sein Volk Israel wiederherstellen, das dann eins sein wird. Das wird dann nicht mehr getrennt sein in Ephraim und Juda, so wie es im Alten Testament war und wie es in der Endzeit auch wieder sein wird, sondern dann wird Christus sein Volk einen und dann wird das ein Volk unter einem Hirten sein, unter dem ewigen König David. Im folgenden Vers steht, und der Neid wider Ephraim wird aufhören, und die Feinde Judas werden ausgerottet werden, dass Ephraim nicht neide den Juda, und Juda nicht sei wider Ephraim. Wann? Zu der Zeit. Zu der Zeit wird das sein, dass Juda und Ephraim wieder vereint werden, dass sie sich nicht mehr feind sind, dass sie sich nicht gegenseitig neiden. Warum? Weil sie vorher auseinandergebrochen waren. Wann? Naja, in der letzten 70. Jahrwoche sind die getrennt worden. Und der Fürst, der kommt, macht einen Bund mit den vielen. Daniel 9, 27, irgendwo in der Ecke, ja. Der Fürst macht nicht einen Bund mit Israel, sondern nur mit den vielen. Warum? Weil der Norden Israels abgebrochen ist, weil das Land geteilt ist. Ja, und diese Teilung, die wird sein bis zu der Zeit, wenn Jesus Christus wiederkommt und wenn er sein Reich aufrichtet. Und wenn er Ephraim und Juda unter einem Königtum vereint im tausendjährigen Reich. Das heißt, wir haben hier zwei ganz interessante Themen, die in diesem Kapitel 11 angesprochen werden. Eigentlich drei. Ja? Wir haben hier den Beginn des tausendjährigen Reichs. Wir sehen, dass Christus sein Volk, die übrigen seines Volkes Israel aus Ägypten und aus Assur sammeln muss, wieder nach Hause führen muss zum zweiten Mal. Aus Ägypten zum zweiten Mal, weil sein Volk schon mal in Ägypten gewesen ist. Aus Assyrien und aus Elam, Babylon, auch zum zweiten Mal. Da ist zwar nur Juda zurückgeführt worden, aber Ephraim, die 10 Stämme, sind ja da geblieben. Die sind nie wieder zurückgekommen aus der Verbannung. Aber in der Endzeit werden die Israelis, die jetzt den modernen Staat Israel bilden, die sind dorthin verkauft worden und die wird Gott wieder sammeln. Das Dritte, was wir sehen, ist, dass es tatsächlich, und Jesaja ist da exakt, der schreibt das nicht nur einfach so dahin, ja, sondern er schreibt von einer Feindschaft zwischen Ephraim und Juda, die wohl geherrscht hat und die dann aufhören wird. Ja, der Neid wider Ephraim wird aufhören und die Feinde Judas werden ausgerottet werden, dass Ephraim nicht neide den Juda und Juda nicht sei wider Ephraim. Das wird wieder vereint werden unter einem Herrn, schreibt Hesekiel zum Beispiel auch von. Sie werden aber den Philistern auf dem Halse sein gegen Abend, also gegen Westen, und berauben alle, die so gegen Morgen wohnen, also gegen Osten. Doppelpunkt, Edom und Moab werden ihre Hände gegen sie falten, also werden Frieden machen vor ihnen. Das war so im Mittelalter. Da haben die Fürsten, wenn die vor dem König standen oder wenn die Könige vor dem Kaiser standen, haben die ihre Hände gefaltet.
ja, so ineinander, so wie wir beim Beten. Das war eine Geste dafür, dass man damit ausdrücken wollte, mit gefalteten Händen kann man kein Schwert ziehen. Das war eine Friedensgeste. Ja, wir sind nicht gegen dich, König, wir unterwerfen uns dir. So war die Geste der Fürsten, wenn sie vor dem König standen. Und deswegen falten die Christen auch die Hände. Daher kommt das. Paulus schreibt ja noch, dass er will, dass heilige Männer heilige Hände zum Gebet erheben. Ja, so beten viele pfingstliche Gemeinden. In den Kirchengemeinden hat sich das überliefert, ja, dass man die Hände faltet. Und diese Geste kommt daher, aus dieser Zeit. Da kommt viel her. Also wir leben in der christlichen Kultur. Ja, auch die ganzen Posaunenchöre, die sind gegründet worden, ich weiß jetzt nicht genau wann, 18. Jahrhundert irgendwo. Weil bis dahin durften Posaunen nur geblasen werden, wenn der König kam. Die Posaune war ein königliches Instrument. Und da wurden die Posaunen geblasen und dann kam der König. Und das war verboten, die zu anderen profanen Zwecken zu verwenden. Und dieses Verbot wurde irgendwann aufgehoben. Und da haben die Christen das übernommen, um in ihren Gottesdiensten Jesus als den König zu begrüßen. Da kommen die ganzen Posaunenchöre her. Ja, das hat alles seine Historie. Wir leben in einer christlichen Kultur. Und so übersetzt auch Luther hier, Edom und Moab werden ihre Hände gegen sie falten. Ja? Die falten die Hände. Frieden, Unterwerfung, Frieden gegenüber Israel. Die Kinder Ammon werden gehorsam sein. Und der Herr wird verbannen die Zunge des Meeres in Ägypten und wird seine Hand lassen gehen über den Strom mit seinem starken Winde und ihn in 7 Bäche zerschlagen, dass man mit Schuhen dadurch gehen kann. Und es wird eine Bahn sein dem Übrigen seines Volks, das übrig geblieben ist von Assur, wie Israel geschah zu der Zeit, da sie aus Ägyptenland zogen. Das heißt also, Gott wird den Euphrat durchgängig machen, sodass alle aus Assyrien wieder zurückkommen können, alle aus Ägypten wieder zurückkommen können. Warum? Weil sie dahin verkauft worden sind. Das ist dieses kurze Kapitel 11. Ich wollte euch das nur mal schnell so zurufen. Das schreibt Jesaja im 7., 8. Jahrhundert vor Christus, als eine Belagerung anstand durch den Assyrer, und schreibt das als Prophetie für eine Zeit, zu der Zeit, steht ja hier, der Herr wird zu der Zeit zum zweiten Mal seine Hand ausstrecken, die zur Zeit Jesajas noch fast 3000 Jahre in der Zukunft lag, aber die wir kommen sehen. Warum? Weil Israel wieder da ist. Wäre der Staat Israel nicht da, könnte diese Prophezeiung hier nicht passieren. Ja? Vor allem könnte der dann nicht auseinanderbrechen. Dann könnte kein Juda und kein Ephraim sein. Dann könnte Juda und Ephraim nicht verkauft werden unter die Heidenvölker, die Assyrer, die in der Endzeit wieder da sein werden. Nicht verkauft werden unter die Ägypter, die in der Endzeit wieder da sein werden. Nicht verkauft werden an die Inseln des Meeres, ja? Griechenland, Jaffet. In die ganze Welt werden die verschippert und verkauft werden. Der ganze Staat Israel wird zerbrechen, zerschlagen werden und geläutert werden, gereinigt werden. Das ist eine heftige Zeit, die dort für Israel noch ansteht und die Prophetie uns sagt. Gott läutert Israel, damit Israel sein Volk werden kann im tausendjährigen Reich. Und Gott läutert auch die Christen heute, denn die Christen sind genauso abgefallen wie die Israeliten auch. Also müssen wir nicht mit Finger auf die zeigen, sondern wer mit einem Finger auf jemand anderes zeigt, da zeigen immer 3 Finger auf ihn zurück. Ja? Und so ist das hier auch, so muss man auch diesen Text verstehen. Wir Christen sind in derselben Situation, dass wir Gott ablehnen und ihn nicht wollen. Und dann wendet sich Gott von uns auch ab. Und er gibt den Menschen in die Hand des Menschen, so wie wir das heute auch sehen und erleben. Ja? Bleiben wir im Gebet, haltet fest, was ihr habt, dass niemand euch eure Krone nehme. Ich wünsche euch alles Gute, Gottes Segen und bis bald.